Welcome back beim Kramer-Fan. Wenn diese Aufnahme hier tontechnisch super für euch ist, ihr den Traktor hört und mich sehr gut klar und deutlich hört, habe ich, glaube, alles richtig gemacht. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt hier ein neues Bildschirmaufnahmeprogramm mir runtergeladen. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert. Ich hoffe, dass es sehr gut funktioniert. Ich habe eben mal einen kleinen Test gemacht, der war erfolgreich. Und jetzt bin ich aber dermaßen aus dem Spiel raus, dass ich gar nicht mehr weiß, was noch zu machen ist. Ich weiß nur noch, oder ich habe mich jetzt eben mal hier durchgeklickt. Hier ist irgendein Mähdrescher, irgendwas am Ende, das Feld 29. Und ich, das sind glaube ich Sonneblume, genau. Und ich habe noch Düngen, hatte ich noch mit angenommen. Die mache ich jetzt tatsächlich dann mal gerade schnell selbst. Und zwar war das das Feld 46 und die 25. Ich bin so aufgeregt wie dem neuen Aufnahmeprogramm, dass ich komplett hier raus bin, wo ich was zu machen habe. Also die zwei Felder waren hier ohne und ich bin hier irgendwo auf dem Rückweg von der Busch, weil ich hatte ja, und man sieht, der Patch hat geholfen. Ich kann in die Karte reinzoomen, man glaubt es nicht. Ich kann rauszoomen oder wieder rein. Dieses Update, was da kam vom LS, das hat schon mal funktioniert. Ich war hier in der letzten Folge hier auf dieser Burg beim Schatzsuche. Aber wie gesagt, durch dieses Aufnahmeprogramm, ich will jetzt erst einmal eine Folge komplett aufnehmen mit normaler landwirtschaftlicher Arbeit und will mal gucken, ob das funktioniert. Und danach werde ich mich wieder an die Schatzsuche begeben. Aber ich mache jetzt erst einmal hier ein bisschen Traktor fahren und Dünger aufdrehen. Wie gesagt, das war nicht einfach, ein Aufnahmeprogramm zu finden. Da habe ich jetzt, wir haben Sonntagmittag, sehr lang dran gesessen und ich habe auch eben Tolles gehabt, aber das hat gleich wieder Geld gekostet. Da konnte man nur eine Minute aufnehmen und alles andere hätte dann Geld gekostet. Jetzt habe ich aber hier eins gefunden. Ich bin mal gespannt, wie das von der Qualität her ist. Einmal von der Audioqualität, da bin ich sehr dran interessiert, weil ich dieses neue Headset habe. Und da habe ich mir bei meinem alten Aufnahmeprogramm anscheinend alles mit zerstört irgendwie. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich dieses neue Aufnahmeprogramm. Und ob natürlich auch diese Bilder, also wie sagt man dann, dieser visuelle Bereich, ob der auch sehr gut zu sehen ist. Weil da stand in der Beschreibung auch was von HD-Qualität dabei. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, ob das so funktioniert. Und jetzt, man hört den Traktor kaum, gell? Ich stelle den gerade mal lauter. Jetzt, das ist jetzt immer mit in der Aufnahme drin, ist halt immer so. War das doch auf der... Lautstärke gesamt. Die drehe ich jetzt mal hoch. Lautstärke Fahrzeuge, die drehe ich auch mal hoch. Lautstärke Umwelt... Radio, lasse ich mal, Lautstärke, Menü, okay. So, gehen wir mal auf Speichern. Ja, jetzt ist er schon mal ein bisschen lauter, der Schlepper. Hier ist er sehr lauter, da komme ich wahrscheinlich wieder nicht gegen an. Ich teste jetzt natürlich hier auch mal ein bisschen rum. Ist ja klar, ob ich, wo ich, wann und wie ich besser zu hören bin. Und da wäre ich euch natürlich sehr froh und verbunden, wenn ihr mir da was in die Kommentare schreibt, ob das jetzt hier besser ist oder schlechter wie vorher. Aber ich glaube, schlechter wie die letzte Woche kann es eigentlich nicht mehr werden, weil das ging ja komplett in die Hose. Und dann hätte ich gerne noch von euch gewusst, wie sieht es denn aus mit diesem Red Dead Redemption? Habt ihr da Interesse dran? Soll ich da noch mal ein bisschen was aufnehmen oder soll ich es komplett lassen? Weil mir gefällt das Spiel absolut klasse, ich spiele das gern. Und wenn ihr da mehr von sehen wollt, sagt einfach Bescheid. Dann nehme ich mein Spielkram natürlich mit auf und zeige euch das. Ansonsten spiele ich das Spiel natürlich für mich allein und keiner sieht's. Können wir auch mal. Also kann ich auch mal. Ich muss das nicht unbedingt zeigen. Aber wenn ihr da Interesse dran habt, das zu sehen. Hui. Flying MF. Wenn ihr da drin Interesse dran habt, das zu sehen, bin ich natürlich auch gern bereit, das weiterhin aufzunehmen und zu machen, weil das ist echt ein geiles, witziges, cooles, allumfassendes, machendes Spiel, wie ich finde. So, lang genug gebabbelt, jetzt wird hier mal ein Feld gedüngt und Geld verdient.
Ich hoffe, dass das Video qualitätstechnisch sehr gut rüberkommt. Ich gucke mir das nicht gleich im Anschluss an die Aufnahme, gucke ich mir das alles mal an. Und dann hoffe ich, dass ich es hochladen kann, dass es hier weitergeht mit dem Kramer-Fan, mit seinem Landwirtschaftssimulator. Da habe ich natürlich auch weiterhin Bock drauf, das zu spielen und zu zeigen, ist ja klar. Aber ich hoffe, ich habe jetzt endlich mein Aufnahmeprogramm, Audio und Grafikeinstellungen so gefunden und alles eingestellt, dass das sehens- und zeigenswert ist. Und dann würde ich sagen, die Schatzsuche, jo, Schatzsuche ist dann, irgendwann geht es weiter mit Schatzsuche in den nächsten Teile. So ein paar Videospiel-Dinger habe ich ja schon gefunden. Kohle gab es natürlich auch schon. Ui, hier das neue Update. Lohndienstleistung auf Feld 25 ist zu 47% abgeschlossen. Das ist anscheinend auch neu. Das kam jetzt anscheinend auch dann neu mit diesem neuen Update oder mit dem neuesten Patch. So, alles was da genau passiert, was in diesem Patch mit drin war, weiß ich natürlich auch noch nicht. Muss ich aber ehrlich dabei sagen, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, weil erstens ist die Ukraine-Krise seit einer Woche am Start. Da ist man natürlich auch sehr, sehr mitgenommen, wenn man da die Nachrichten im Fernsehen verfolgt oder auf irgendwelche Social-Media-Kanäle. Mich als ehemaliger Soldat, mich macht das sehr traurig, dass man im Jahr 2022 immer noch Krieg führen muss mit Waffen. Das ist sehr, sehr... Wie soll ich denn das sagen? Das passt nicht mehr in diese heutige Zeit, sagen wir es mal so. Und das beschäftigt mich natürlich auch ungemein. Und dann hat man natürlich auch immer Computerspielkram, ist natürlich dann auch immer nicht so an erster Stelle. Wie kam ich jetzt da drauf? Ja, dass ich auch immer andere Sachen beschäftigt bin. Mit Fernsehkugel und tralala. Und dann muss da auch immer hier diese Videoaufnahmekram, das muss dann auch immer mal oder wird auch mal hinten dran stehen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt ein neues Programm gefunden. Ich teste natürlich während der ganzen Aufnahme hier immer noch mal so ein bisschen rum. Ja. Und nebenbei hole ich mir noch mal die Kohle ab. Huch, hier ohne. So, da haben wir die nächste. 25.000 Euro. So, und jetzt ist hier über noch ein Feld zu düngen. Und das ist diese 46, gell? Die blinkt nämlich noch. Genau. Das mache ich jetzt auch gerade noch schnell mit. Und ich müsste natürlich auch mal gucken, was der Kamerad Mähdrescher Fahrer macht. Da habe ich jetzt nämlich eben oben auch eine Rechtsmeldung gesehen, aber ich weiß gar nicht, ob das den betroffen hat. Nee, der ist noch fleißig am Ende. Ist so 76% voll. Der Traktor steht da hinten mit dem Hänger. Also kann ich noch ein kleines Stückchen fahren. Das Feld 46 ist in der Mitte. Kann ich noch ein kleines Stückchen fahren und kann noch hier mindestens eine Spur düngen. Dann würde ich sagen, dann tanke ich den mal ab als nächstes. Und dann ist das ja auch bald fertig und erledigt. Und dann hätte ich gesagt, oh, die Folge geht noch ca. 5 Minuten. Sorry. Und dann kümmere ich mich wieder um die Schatzsuche, dass hier weiter diese Videospiele gefunden werden. Dass ich ja an die Kohle dran komme, wenn ich sie finde. Und dann wird hier noch immer weiter Geld ausgegeben. In was für eine Richtung? Ich habe mir da schon mal Gedanken drüber gemacht. Da in den Kommentaren ja leider nichts stand, was ich machen soll oder wie es hier weitergehen soll, mache ich das jetzt immer so, wie ich mir das denke. So einfach ist es. So, fahre ich das mal bis zum Ende und dann gucke ich mal nach dem Mähdrescher.
Da stand eben 80% voll. Wichtig ist, dass ich mit dem Rohr auf der Seite, also ich mit dem Traktor und das Rohr kann und nicht durch die Frucht fahren muss. Das ist wichtig. Also ich bin ja so gespannt auf die Qualität hier von dem Video. Genau, da hatte ich mir diese Missionsfahrzeuge ausgeliehen. Ich bin vom Sound beeindruckt. Ich hoffe, dass das jetzt diesmal auch rüberkommt. Endlich mal richtig gut alles. Und dass das hier ein weiterer Meilenstein ist in der Drama-Fan-YouTube-Karriere. So, ich bin gespannt, was in den Hänger da reingeht. Sieht schon ziemlich voll aus. Wo muss ich das eigentlich abgeben? Ganz da oben, genau. Das habe ich glaube auch schon mal geguckt. Am Feld 23 bei dieser Sachenartreitung, die ich glaube. So, der Drescher ist schon mal leer. Der Hänger ist noch nicht ganz voll. Darf ich jetzt vorfahren, dass ich abfahren muss? Nichts war's. So, wie war das? Auf der Straße funktioniert das eher, gell? Oder sollen wir es nochmal probieren auf dem Feldweg? Weil die haben ja so ein Patch rausgebracht. Normal müsste der Helfer ja jetzt mal irgendwie ein bisschen besser funktionieren. Nehme ich auch vom Feldweg aus. Hoffe ich doch. So, wo bin ich dann hier? Da stehe ich. So, einen Job erstellen. Freie Fahrt, genau. Und zwar nach. Stellen wir dich mal hier auf die Straße mit der Richtung. Job starte. So, mein Freund. Nee? Doch, ich gehe kaputt, er fährt. Was sah die Wampfe? Wow, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Funktioniert auch das. Man kann auch den Helfer jetzt vom Feldweg aus losschicken. Das habe ich ja schon mal in irgendeinem, ganz am Anfang in einem Video gezeigt. Da hat das ja nicht so gut funktioniert. Da konnte er keinen Weg finden oder was kam da als Meldung. Und jetzt ist er losgeeiert. Jetzt gucke ich mal schnell auf die Karte. Ja, er fährt noch. Der Drescher sehen wir da unten links. Oben drüber sehen wir den Traktor mit dem Hänger. Ganz da unten der Pfeil, das bin ich. Cool. Also hat Scheins so ein paar kleine Probleme, die sie hatte hier mit dem neuen Spiel, dann doch ausgemerzt bekommen. Ich freue mich, dass ich jetzt endlich wieder hier in die Karte reinzoomen darf. Ich habe schon an meinem Verstand gezweifelt, aber das lag dann anscheinend nicht an mir, sondern an Scheins. Da war anscheinend auch noch irgendwas unklar. Sudle, jetzt denke ich mal, ich muss noch mal einmal hier durch die Mitte durch. Und der aufmerksame Zuschauer hat es schon gesehen, mir ist eben beim Feld 25 eingefallen, dass ich hier auch die Breite einstellen kann von dem Düngersteuer. Jetzt gucke ich mir das mal an, wie das so aussieht. Machen wir das Gewalzte weg, die Steine weg. Ja, da ist nämlich jetzt noch so ein schmaler Streifen und dann hätte ich gesagt, wie war das? Arbeitsbreite ändern, Steuerung Y. Dann fahren wir mal so los. Ich habe jetzt mal zwei Striche weggemacht. Der Düngerstreuer ist jetzt noch 30 Meter breit. Spart ein bisschen Dünger. Ich hätte gesagt, das reicht auf jeden Fall. Weil man sieht es schlecht, gell? Wo noch was fehlt und wo nicht. Ich lasse das jetzt mal auf 30 Meter laufen. Das sieht so ganz gut aus. Und dann ist dieses Feld hier auch gleich fertig gedüngt. Und es gibt Kohle.
Ja, oh, da hört man den Düngerstreuer schön rasseln. Ich hoffe, dass das im Video auch nachher auch zu hören ist. Der Helfer G wird durch ein Objekt blockiert. Okay. 98%. Zack, aus. Kohle hole. Abgeschlossen. Dankeschön. Ich lasse ihn jetzt einfach mal hier stehen. Das Objekt blockiert. Das war bestimmt dann eben an der Kreuzung. Da waren sie sich wieder uneinig. Wer jetzt erst fahren darf. Wie halt so im richtigen Leben. Gut, also es passiert einiges hier beim Kramer-Fan. Neues Headset, neues Aufnahmeprogramm. Ich hoffe, das kommt in der Videos. Wenn ihr euch die anschaut, kommt das rüber. Schreibt mir bitte mal einen Kommentar, wie ihr das findet, wie es hier weitergehen soll. Habt ihr keinen Einfluss mehr drauf, weil ich habe mir da schon Gedanken drum gemacht. Aber wie die Qualität jetzt hier ist von den Videos, von der Audio vor allen Dingen, das interessiert mich am meisten. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ciao!